Hallo, ich bin Hüseyin Dayan, Geschäftsführer von der UMTS Media in Hamburg. Wir sind hier bei Miniatur Wunderland und ich zeige euch mal, was wir hier gemacht haben. Wir haben hier den UMTS People Counter installiert, um die Anzahl der Besucher zu bestimmen bzw. zu messen. Wir haben hier am Eingang und am Ausgang jeweils einen Sensor, einen 3D-Sensor installiert. Mein Name ist Thomas Schmitz. Ich arbeite seit 8 Jahren schon hier bei Miniatur Wunderland. Wir konnten zum Beispiel erkennen, wann ist die Boomzeit, wann kommen die meisten Leute immer und wann beruhigt sich die Lage ein bisschen. Und so kann man natürlich auch das ganze System ein bisschen anders einschätzen. Wenn man weiß, okay, dann ist die Zeit, wo sowieso nicht mehr so viele Leute da sind, kann man die woanders einsetzen. Das Ganze hat nicht mehr als eine halbe Stunde gedauert. Wir haben ein System, was Plug and Play funktioniert, das heißt einfach an die Steckdose ran. Wir haben auch onboard einen LTE-Router, wo wir auch unabhängig sind vom lokalen Netzwerk. Der UMTS People Counter ist mit unserer Cloud verbunden. Die Daten werden in Echtzeit übertragen. Und dann kann man sofort sehen im System, am Computer oder auf dem Handy oder auf dem iPad, wie viele Leute gerade bei uns zu Gast sind.